glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Vor ein paar Tagen habe ich meine Werkstatt entrümpelt. Viel zu viel Zeugs hat sich da im Laufe der Jahre angesammelt. Altes Werkzeug, doppeltes und was auch immer. Und ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Ich habe mir einen richtig schönen Werkstattwagen gekauft. Und jetzt habe ich mir Ordnung geschaffen. Und habe all das Zeug, das alte Werkzeug und was man da so alles sammelt, entrümpelt. Endlich ist es schön geordnet. Und ich finde alles und es liegt alles dort am Platz, wie es mir gefällt. Ich grüße euch zum zweiten Teil unserer neuen Themenreihe, Belief, entdecke den Schatz des Glaubens. Und heute mit dem Thema, das Leben entrümpeln.
Darum wird es heute gehen. Ausmisten. Unnötigen Ballast loszulassen. Danke für das Musikteam, dass ihr uns schöne Lieder ausgesucht habt und auch heute singen werdet und auch diesen Gottesdienst eröffnet habt mit der Vertonung des Glaubensbekenntnisses auf eine moderne Form. Das glaube ich. Darum geht es ja auch in unserer Themenreihe, was wir glauben. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. So bekommt unsere Woche einen Rhythmus. Und ich glaube, das ist ja so gerade ganz wichtig in diesen Zeiten, wo uns der Rhythmus ein bisschen abhanden kommt. Sonntag ist Gottesdienstzeit ohne Corona und mit Corona auf eine etwas andere Art und Weise. Aber es ist schön, dass ihr da seid und dass wir so miteinander jetzt Gottesdienst feiern können. Und wir möchten diesen Gottesdienst feiern mit dem Gott, der uns unseren Glauben geschenkt hat. Er hat uns diesen Glauben geschenkt. Wir haben uns ihn nicht verdient. Wir feiern diese Zeit im Namen von Jesus Christus, der voller Liebe Menschen von ihrem Ballast befreit. Unverdient, nicht erarbeitet. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Atem des Lebens, lebenswichtig. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ja, lieber Vater, vor unserem inneren Auge steht die Jahreslosung. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und wir bitten dich, dass deine Barmherzigkeit abfärbt auf unser Leben, damit wir beginnen, mit uns selbst barmherzig und gnädig umzugehen. Schenke uns einen milden Blick für unser Leben. Danke, dass du uns mit den Augen der Liebe betrachtest und wir mit dir zusammen unser Leben ordnen und entrümpeln können. Gib uns offene Ohren, damit sie jetzt hören, wie Menschen hören, die mit dir verbunden sind. Gib uns offene Augen, damit sie sehen, wie Menschen, die das Leben durch deine Brille betrachten. Schärfe all unsere Sinne, damit wir achtsam sind, Zwischentöne wahrnehmen, innere Impulse folgen und auf deine Stimme lauschen und immer wieder in deinem Wort lesen. Herr Jesus, das Internet ist manchmal Segen und Fluch zugleich. Komme du jetzt mit deinem Segen zu uns. Erfülle uns mit deinem Geist und schärfe die Aufmerksamkeit für deine Gegenwart. Amen. Ja, ihr Lieben, es wird heute in der Predigt um das Thema Vergebung gehen. Gut, dass wir Christen einen Ort am Kreuz haben, wo wir mit unserer Vergebung einen Raum bekommen, den wir brauchen. Hier am Kreuz ist ein Ort der Gnade. Lasst uns dieses Lied miteinander singen, hier am Kreuz. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. Where all the light like a flood, it's flowing down. At the cross, I
is peace with God and forgiveness. For all the love I've ever found, it's like a flood, it's flowing down. At the cross, I surrender. Ich freue mich auf unsere Zeit der Gemeinschaft, in der wir heute wirklich viele schöne Dinge miteinander teilen können. Beginnen wir mit den Geburtstagen. In der vergangenen Woche feierten 5 Menschen aus unseren beiden Gemeinden Geburtstag. Am Montag Walter und Theresa, am Freitag Steffen Pietsch und heute meine liebe Frau Evelyn und Frank, der heute am Schlagzeug sitzt. Euch allen grüße ich mit Jeremia 32, Vers 41. So spricht der Herr: Es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Gott hat eine Freude, euch Gutes zu tun. Und das wünschen wir euch ganz herzlich zu eurem Geburtstag, dass ihr die Spuren Gottes entdeckt, die Gott in eurem Leben hinterlässt. Letzten Sonntag habe ich euch über den Jahresabschluss unserer Gemeindekasse informiert. Heute darf ich euch sagen, dass die Spendenbescheinigungen gedruckt wurden und Corona-bedingt per Post euch zugeschickt werden. Dann müsst ihr nicht alle in die Kirche gehen und die Briefe aus den Fächer holen, sondern ihr bekommt sie mit der Post zugeschickt. Diesem
diesem Brief liegt ein Dankesbrief bei. Lest ihn aufmerksam durch, dann hat sich auch meine Arbeit gelohnt. Mit dem jetzt eingeblendeten Barcode könnt ihr uns heute gerne wieder eine Spende zukommen lassen oder ihr überweist ganz einfach. Wirklich, wir sind als Gemeinde sehr darauf angewiesen. Uns fehlten im vergangenen Jahr rund 5.000 Euro Kollekten, die wir sonst über unsere Gottesdienste einsammeln, aber es sind so viele Gottesdienste ausgefallen. Bitte helft uns einfach weiter mit hier, damit ihr auch persönlich für euch alternative Wege findet, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen herzlichen Dank. Am vergangenen Mittwoch trafen wir uns zur Online-Bibelstunde. Wow, wir waren 13 Leute und hatten eine echt gute Zeit. Und das ermutigt wirklich, da so dran zu bleiben, auch in diesem digitalen Bereich weiter unterwegs zu sein. Es tat gut. Ich glaube, es hat uns auch inspiriert. Aber ich war mir ganz sicher, dass die Gemeinschaft dadurch gestärkt wurde. Am nächsten Dienstag laden wir euch zum Online-Gebetskreis wieder ein. 20 Uhr geht's los. Alle, die dann noch nicht dabei waren, ob ihr in Pegnitz wohnt oder aus Bayreuth seid oder aus dem Umland und Umkreis, kommt einfach dazu. Und die schon dabei waren, seid wieder mit dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich staune darüber, wie manche Menschen, auch Ältere unter uns, sich eine neue Webcam anschaffen und ihren Browser neu installieren und jetzt einfach auch Spaß dabei haben und sich mit einklinken können in die digitalen Angebote. Seit vergangenen Montag haben wir in Pegnitz ein neues Kirchenasyl gestartet. Es ist wieder ein iranischer Christ, der in unserer Kirche jetzt wohnt und wir ihn so vor einer Abschiebung bewahren konnten. Er lebte zuvor, er nach Deutschland kam und nachdem er aus dem Iran geflüchtet war, über ein Jahr auf den Straßen in Griechenland, also er schlief wie ein Obdachloser unter Brücken. Er hatte keinen Anschluss gefunden an die Asylunterstützungen in Griechenland, die komplett überlastet sind mit den Flüchtlingen. Seine Familie lebt schon seit 6 Jahren in Deutschland und jetzt hätte er zurück nach Griechenland sollen, mitten im Winter, ohne eine Perspektive in ein Land, das so oder so wirklich die größte Last der Flüchtlingswelle trägt. Am Donnerstag war der Bayerische Rundfunk bei uns in der Kirche und hat mit mir in einem Interview über die Veränderungen gesprochen, die es in der Kirchenasylgesetzgebung gibt. Das heißt, seit wenigen Tagen ist es jetzt offiziell, dass das Bundesamt, ich würde es mal so sagen, zur Vernunft zurückgekehrt ist und sich wieder an Recht und Gesetz hält. Das heißt, dass alle Kirchenasyle nach spätestens 6 Monate statt wie in letzter Zeit 18 Monate beendet werden. Sobald der Link in der Mediathek abrufbar ist, werde ich euch den Beitrag weiterleiten. Am Donnerstag kam ein Radiobeitrag zum selben Thema. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Radiosendung und der TV-Beitrag ist mir einfach so zugeflogen. Freut mich auch, dass sich manchmal die Dinge einfach so ergeben. Hören wir mal rein. Der Termin für die Abschiebung stand schon fest. Heute sollte der 21-jährige Iraner Mohammed nach Griechenland abgeschoben werden, also in das Land, über das er in die EU eingereist war und das nach der Dublin-Verordnung für seinen Asylantrag zuständig ist. In letztem Moment hat ihm der Pfarrer der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Pegnitz, Stefan Schörk, Kirchenasyl gewährt. Der Grund war eben, dass es noch nicht klar war, warum eigentlich jetzt er abgeschoben werden soll. Das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen ihn jetzt in Schutz. Das war alles so diffus und er das selber gar nicht einschätzen konnte und wir entsprechend dann auch nicht, aber wir gemerkt haben, da kann irgendwas nicht stimmen, haben wir gesagt, hier geht es wirklich um ein Leben und auch um die Zukunft. Die Entscheidung für ein Kirchenasyl macht sich keine Gemeinde leicht. Vor allem, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2018 vorgeschrieben hatte, Flüchtlinge müssen 18 Monate in einer Gemeinde bleiben, um ein Asylverfahren in Deutschland zu bekommen. In der vergangenen Woche ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von dieser Regelung abgerückt. Die Behörde stuft nun Flüchtlinge im Kirchenasyl nicht mehr als flüchtig ein. Das hat Folgen für die Dauer des Kirchenasyls.
Nach 6 Monaten darf nicht mehr in das Ersteinreiseland innerhalb der EU abgeschoben werden. Dann ist Deutschland für den Asylantrag zuständig. Stefan Schörk ist froh, dass die 18-Monate-Frist nun endgültig vom Tisch ist. Nicht nur für die Kirchengemeinde, die dadurch an die Belastungsgrenze kommt, sondern auch für die Menschen im Kirchenasyl. Die Kirchenasyle an sich, dass es die gibt, ist ja nicht, weil es den Pfarrern irgendwie langweilig wäre, sondern weil die Einzelschicksale einfach vor der Tür stehen. Es gibt so viele Fälle, die sind so verheerend jetzt wie in dem Fall und auch noch ganz andere Fälle, wo ich sage, ja, da ist es gut, dass es jetzt wirklich nur 6 Monate sind, weil die Menschen dann auch schneller auch eine Perspektive für sich entwickeln können. Die sind ja oft im besten Alter ihres Lebens und verplempern 18 Monate hinter den Mauern der Kirche. Eines ist aber auch für den jungen Iraner Mohammed klar. Das Kirchenasyl bedeutet nicht, dass er automatisch in Deutschland bleiben kann. Das wird erst in einem regulären Asylverfahren im Anschluss an das Kirchenasyl geklärt. Unser Sofa-Seminar für Paare startet am 2. Februar. Evelyn und ich befinden uns quasi in der finalen Vorbereitungsphase. In der zurückliegenden Woche haben sich nochmals 10 weitere Paare angemeldet, sodass wir jetzt 40 Personen mit im Boot haben. Aber das macht uns sehr glücklich. Und wer sich noch überlegt, mit einzusteigen, der darf das bis maximal 30. Januar. Je früher, je besser, aber wir nehmen euch noch mit. Nach dem Gottesdienst lade ich euch zum digitalen Kirchencafé wieder ein. Wir experimentieren da ja gerade etwas herum und lernen jedes Mal auch neue Sachen dazu. Ganz wichtig, noch ein paar technische Hinweise. Also wenn ihr mit dem Smartphone euch einwählt, dann geht nur die Tonvariante. Euer Kamerabild ist nicht sichtbar. Das kann dieses Tool noch nicht, zumindest im Moment noch nicht. Das ist nicht ideal, aber vielleicht besser als gar nichts. Wer die Möglichkeit hat, sich über den Computer einzuklinken, der sollte das über diesen Weg versuchen. Am einfachsten geht es über Google Chrome oder Firefox. Apples Browser Safari geht nicht. Also, Probleme lassen sich lösen, aber man muss ein bisschen dahinter sein. Probiert es nochmal aus, gebt nicht auf. Es war echt schön, letzten Sonntag im Kirchencafé ganz unterschiedlichen Menschen zu begegnen. Ich freue mich nachher. Ich glaube, es gibt wieder viel zu besprechen. Wir haben in dieser Woche noch immer im Landkreis Bayreuth einen Inzidenzwert von über 170. Das ist weniger wie in der Vorwoche, das macht Hoffnung, aber noch immer über 150. Ab 150 wollen wir wieder hybride Gottesdienste anbieten, aber da ist der Weg noch ein bisschen hin. Deswegen werden wir weiterhin uns auf einen reinen Livestream-Gottesdienst konzentrieren. Danke für euer Verständnis und danke nochmal an das Musikteam und an die Techniker, die sich Zeit zum Proben nehmen und zum Aufnehmen und einfach das Ganze mittragen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, so heißt unser nächstes Lied, und das muss uns nicht unangenehm sein, sondern ich glaube, es ist die Tür zur Wahrheit. Und die Wahrheit, die macht uns frei. Sie holt uns aus dem Raum der Lüge und lenkt den Blick auf die Gnade. Wenn ihr mögt, singt einfach mit. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade.
Liebe Geschwister, ich möchte meine Predigt mit einem kleinen Dank eröffnen. Danke für die vielen Rückmeldungen zum Start der Themenreihe Belief. Ehrlich gesagt tut das richtig gut, weil man hier in dieser leeren Kirche so abgeschnitten von ganz natürlichen Interaktionen ist. Ich sehe normalerweise, ob ihr schon wieder einschlaft oder ob ihr zustimmend nickt. All das ist abgeschnitten und ich sehe nichts außer die unterschiedlichen Kameras. Von daher tut es manchmal auch ein bisschen gut zu hören, ob das irgendwie ankommt bei euch und ob die Themen auch irgendwie in euer Leben hineinpassen. Wir schauten ja auf Mose, vor allem auf seine schwierigen Startbedingungen und wie Gott aus diesem Leben etwas machte, wie sein Lebensthema, die Gerechtigkeit, wie dieser impulsierende Mose immer mehr Heilung erfuhr und er dadurch das Abenteuer des Glaubens leben konnte. Er konnte sein Leben wirklich ganz in den Dienst für Gott stellen. Und ich glaube, damit beginnt alles, wo Menschen sagen, hier bin ich. Gott, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Mein höchstes Ziel ist nicht die nächste und übernächste Gehaltsstufe oder was weiß ich was, wo sich manchmal so unsere ganze Kraft darauf konzentriert, sondern wo du sagen kannst, hier bin ich, Herr. Wirke du durch mich und zwar heute und zwar mitten im Alltag und das jeden Tag neu. Und heute geht es mit dem zweiten Teil mindestens so spannend und herausfordernd weiter. Belief, Teil 2, das Leben entrümpeln. Als ich letzten Sonntag den Gottesdienst mit meiner Frau zusammen mitfeierte und anschaute, habe ich ja am Anfang eine Reihe von ganz verschiedenen Sätzen zitiert, die aus euren Rückmeldungen stammen. Auf einmal rief sie auf, hey, das war, glaube ich, mein Satz. Die Umfrage war ja anonym und ich sah ja überhaupt nicht, wer da was geschrieben hat. Und es kamen ja mehr als über 150 Rückmeldungen. Aber irgendwie habe ich wahrscheinlich den richtigen Treffer gelandet. Vielleicht entdeckst du dich jetzt auch, wenn es heute darum geht, unser Leben zu entrümpeln. Da fielen ganz viele Sätze unter diese Kategorie. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, Glaube heißt für mich, dass es eine Kraft gibt, die Starres ins Fließen bringt. Oder Totgeglaubtes wird zu neuem Leben erweckt. Mein verschlossenes Herz weitet sich und kann sich wieder fürs Leben öffnen. Jemand anderes hat ganz konkret formuliert, Glaube heißt für mich, dass ich eine Hilfe im Umgang mit meiner Schuld und dem Unrecht bekomme. Wieder jemand anderes hat geschrieben, Glaube heißt, dass ich mich zurückerinnere an die wegweisenden Wahrheiten der Heiligen Schrift, die in meine unbewussten Denk- und Handlungsgewohnheiten Licht hineinbringen. Wow. Hey, das sind ganz, ganz starke Sätze und die haben mir geholfen, bei meiner Vorbereitung in dieses Thema einzusteigen. Und ich habe diese vielen Sätze, die alle in die gleiche Richtung gehen, einfach mit diesem Thema der Vergebung überschrieben. Denn da kommt wirklich Starres in den Fluss oder verschlossene Herzen beginnen sich wieder füreinander zu öffnen. Oder dieser Satz, Vergebung braucht es immer dort, wo Schuld und Versagen aufeinandertreffen. Wo man harte Steine mit sich herumträgt, wo man Lasten wirklich auf seinen Rücken schleppt und diese Lasten auch anderen nachträgt. Wer nachträgt, der trägt unglaublich schwer, ihr Lieben. Also wir sind als Familie in unserem Leben schon ein paar Mal umgezogen. Und immer wieder, wenn du dann die Kisten packst, stehst du ja vor der Frage, so ähnlich wie als ich meine Werkstatt aussortiert habe, hey, brauche ich das überhaupt noch? Oder kann ich das wegwerfen? Will ich das wirklich mit umziehen? Will ich diese schwere Kiste, diese alte schwere Kiste, wirklich nochmal mitnehmen? Und manche Menschen fällt das Wegwerfen ungemein schwer, sich davon zu trennen, auch wenn ich es nicht mehr brauche. Anderen fällt es leichter,
Aber die allermeisten erzählen mir, dass ich zumindest nach einer Zeit so eine große Freiheit einstellt, so eine Entlastung. Wow, alles weg. Hey, der Keller sieht wieder luftiger aus und es fühlt sich leichter an. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Und so geht es uns manchmal auch mit Schuld, die vergeben wird. Mit diesem unversöhnlichen Ballast, der sich in unserem imaginären Rucksack befindet. Wir sehen diesen Rucksack nicht. Ihr seht nicht, dass ich da einen Rucksack aufhabe. Aber ich glaube, wir haben alle so einen imaginären Rucksack. Wir spüren ihn. Wenn es gut geht, spüren wir ihn. Manchmal sind wir so beschäftigt und abgelenkt und zugemüllt mit Fernseher, Computer, Arbeit und Internet, dass wir gar nicht mehr ins Spüren kommen, wie schwer eine Schuld auf uns lastet. Ich möchte mit euch heute wieder auf eine Lebensgeschichte schauen, die uns die Schätze des Alten Testaments überliefert haben. Für viele ist das Alte Testament ja nicht so interessant, aber es ist ehrlich so voller Leben. Es ist voller Wahrhaftigkeit und voller Ehrlichkeit. Man kann sich da selber so drin wiederfinden und ich finde das spannend. Und heute habe ich wieder so einen spannenden Text dabei und möchten voll in so eine Lebensgeschichte eintauchen. Heute geht es um Josef und um seine Brüder. Am nächsten Sonntag, Belief, Glauben heißt Arschengel lieben zu lernen, werden wir auch wieder in eine alttestamentliche Familiengeschichte eintauchen oder sie uns anschauen, nur mal so schon zum Appetit machen. Also, heute schauen wir auf die altbekannte Josefsgeschichte und ich hoffe, dass wir sie neu entdecken können. Die Brüder von Josef warfen den Josef in die Zisterne und wollten ihn aushungern lassen. Sie waren verärgert und sie waren wütend. Ich werde das gleich nochmal näher erklären und erläutern. Aber dann gab es eine Planänderung und sie zogen ihn wieder aus diesem Brunnen heraus, wollten ihn doch nicht aushungern und ersaufen lassen, sondern die Profitgier hat eine neue Idee geboren. Dass es doch besser ist, ihn gewinnbringend an eine Sklavenkarawane zu verkaufen. Und diesen verwöhnten Bengel Josef, der bei seinem Vater Jakob hoch im Kurs stand und unter neidischem Beschuss seiner Brüder stand, der musste weg. Und dieser Beschluss stand fest und ob jetzt in der Zisterne oder als Sklave verkaufen, egal, Hauptsache weg mit diesem Junge. Eifersucht kennt manchmal keine Grenzen. Sie kann brutal sein. Das Gefühl zu haben, benachteiligt zu sein, das mit anschauen zu müssen, anderen geht es scheinbar besser wie mir. Dann diesen Mangel zu fühlen und diesen Ärger und diese Wut zu spüren und dann braucht man ein Opfer. Man braucht einen Schuldigen, warum es einem selber im Vergleich zu anderen so schlecht geht. Und in diesem Fall war allen klar, Josef muss weg. Heute heißt das, Flüchtlinge müssen weg oder die Reichen müssen weg oder der Erbschleicher Friedrich muss weg oder die böse Schwester muss weg. Josef muss weg. Verkaufte Sklaven sieht man für gewöhnlich kein zweites Mal. Das war klar und darauf wollten die Brüder von Josef sich auch darauf verlassen. Auch Josef hat sicherlich einen Teil seiner Vergangenheit vergessen. Ich meine, er tauchte in ein völlig neues Leben hinein. Also zuerst war er Sklave, dann schaffte er es als freier Mann, eine ganz wichtige Persönlichkeit im ägyptischen Staat zu werden. Allein die Lebenswirklichkeit als Halbnomade durch die Wüsten zu ziehen, von Wasserloch zu Wasserloch, ein Zelt aus Ziegenleder gefertigt, umherirrend, ohne richtige Heimat, das scheint auch für Josef mittlerweile weit, weit weg zu sein. Sein Leben waren die Pyramiden und der Königshof. Aber dann passierte das, was beide, also Josef auf der einen Seite und seine Brüder auf der anderen Seite, es passierte etwas, womit sie nie gerechnet haben. Josef begegnet seinen Feinden, seinen Brüdern wieder. Es gibt ein Wiedersehen.
Hintergrund dieses Wiedersehens war die Hungersnot. Ist auch spannend. Das tägliche Brot war knapp geworden. Und dieser Hunger nach Überleben führt zwei Fronten wieder zusammen. Sonst wären sie verhungert. Und nur weil Josef so eine kluge Persönlichkeit war, einen inneren Zugang zu seinen Träumen hatte und unglaublich diplomatisches Geschick zeigte, konnte er Ägypten vor einer großen Hungersnot bewahren. Das war ja maßgeblich sein Einfluss. Es gab sogar noch so viel zu essen, dass von überall her hungernde Menschen nach Ägypten kamen, um sich hier das Korn zu kaufen. Und diese Hungersnot trifft also auch die Halbnomaden und damit auch auf die Geschwister von Josef. Und sie verkauften alles, was sie irgendwie zu Geld machen konnten. Und sie zogen los nach Richtung Ägypten, um dort das kostbare Korn zu kaufen, das sie fürs Überleben brauchen. Und auf einmal entdeckte Josef unter all den hungernden Menschen seine Brüder. Wahnsinn, das muss man sich vorstellen. Und sie sind ihm völlig ausgeliefert. Ich meine, Josef hätte nur mit den Fingern schnipsen müssen und die Wachen wären losgezogen und hätten sich diese Brüder vorgeknüpft und sie verschwinden lassen. Ich meine, Josef ist nun der Chef und seine Brüder sind ein paar dahergelaufene, dreckige Nomaden. Das Machtgefälle ist offenbar. Niemand würde ihn hindern können und hindern wollen. Und jetzt steigen wir in den Text ein, in dem diese Begegnung der Erzfeinde beschrieben wird. 1. Mose 45, 11, folgende. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum. Kein Fremder sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Was für eine Tragödie. Was für eine unglaubliche Geschichte. Warum ist Josef so milde gestimmt, so gezähmt, so frei, sich seinen Brüdern zu zeigen, die ihn doch so verletzt haben, die ihn verkauft haben in die Sklaverei? Ich möchte mit euch auf drei Punkte schauen. Der erste Punkt heißt, Vergebung ist die Tür zur Zukunft. Ich vermute mal, wir alle haben in unserer Biografie Momente der Schuld. Das behaupte ich einfach mal so. Wir werden schuldig an anderen. Eltern werden schuldig an ihren Kindern, Kindern an ihren Eltern und Freunde an Freunden und so weiter. Und andere Menschen werden an mir schuldig. Ich will das gar nicht so im Detail vertiefen, denn manches bohrt vielleicht schon viel zu lange in unserem Leben. Die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Das, was passiert ist, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Es ist zur Vergangenheit geworden. Und nun stellt sich die Frage, wie prägt diese Vergangenheit unsere Zukunft? Wird die Vergangenheit unsere Zukunft blockieren? Bleiben wir in der Vergangenheit hängen, wie so eine Schallplatte, die hängen bleibt und irgendwie immer die gleiche Sequenz wiederholt?
In solchen Situationen tauchen, ja, das kennt ihr, ganz unterschiedliche Gefühle auf. Es ist manchmal so das Gefühl der Rache, ganz offensichtlich. Man wird sich am liebsten mal dem Menschen das heimzahlen wollen. Es gibt so einen Vergeltungsdrang. Aber dann gibt es auch wieder so das Gefühl der Klage oder der Ohnmacht. Oder dann auch so dieses Selbstmitleid. Ich kenne einen Mann, der ist in seinen Gefühlen, in seinen ganzen leidvollen Erfahrungen, und ich möchte die wirklich nicht kleinreden, aber er ist so dermaßen darin gefangen, dass er nur ganz schwer positiv in die Zukunft schauen kann. Diese Vergangenheit greift immer wieder nach ihm und hindert ihn, in die Zukunft kraftvoll hineinzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt solche Gymnastikbänder, die man so festmachen kann und dann kann man so nach vorne gehen und kann so Dehnübungen machen. Und ich habe so den Eindruck, manche Menschen haben an ihre Vergangenheit so ein Gymnastikband hängen, das sie immer wieder zurückzieht, immer wieder zurückzieht. Und ich möchte es mal so zuspitzen. Manchmal ist die immer wiederkehrende Vergangenheit deine Begründung dafür, keine Verantwortung für dich übernehmen zu müssen. Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drin. Also, dass ich mein Leben eine Antwort gebe auf das, wie es war und wie es werden soll. Und darum habe ich den ersten Punkt so zugespitzt formuliert: Vergebung ist die offene Tür für deine gute Zukunft. Vergebung ist die Tür, durch die wir hindurchgehen können, heute. Vielleicht ist heute der Tag, jetzt der Moment, wo du sagst, ja, ich möchte durch diese Tür, ich möchte meinen Zug auf ein neues Gleis setzen und meine Reise soll in eine gute Zukunft gehen. Und jetzt kann es losgehen. Ich würde euch gerne sagen, dass dadurch alle eure Verletzungen automatisch vergessen werden. So ist es nicht. Aber, ihr Lieben, das ist ein Riesenunterschied. Wir halten uns nicht mehr an ihnen fest. Wir können nach vorne gehen. Das Band hinter uns ist abgerissen. Wir werden immer wieder daran erinnert werden. Und es wird immer mal wieder aufsteigen. Aber es hält uns nicht mehr ab, nach vorne zu gehen. Das ist das, wo Jesus Menschen in die Nachfolge rief, komm, folg mir nach. Und dann sagte ein Mensch, ja, super Idee, aber ich muss noch erst meinen Vater beerdigen. Irgendwie denkt man, ja, ist doch logisch, das ist ja existenziell und der soll doch jetzt seinen Vater beerdigen dürfen. Was ist los, Jesus, mit dir? Aber Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht fähig, der ist nicht frei, den Weg in die Beziehung mit Gott zu gehen und in ihr gesund zu leben. Wer immer wieder zurückschaut, der wird nicht gesund, sondern er bleibt angebunden. Es braucht den nach vorn gerichteten Blick, es braucht offene Hände, die loslassen. Das Schmerzvolle, das Alte, das Zurückliegende. Das muss manchmal wirklich gewürdigt werden, aber nicht Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat zelebriert. Es wird dadurch nicht besser, sondern es wird eigentlich schlechter. Denn durch diese ständige Wiederholung geschieht das Alte auf einer emotionalen Ebene immer und immer wieder. In der Psychologie würde man sagen, es ist eine Retraumatisierung. Unser Heilungsprozess braucht die Bewegung nach vorn. Ich würde das nicht so ausführlich erzählen, wenn mir in der Seelsorge dieses Thema, ja, nicht täglich, aber wenn es nicht immer und immer wieder vor einem da wäre. Ich kenne Menschen, die leben oft ganz unauffällig ihr Leben, doch dann erinnert sie irgendetwas an eine alte Geschichte. Und sie schmieren sie dir wieder aufs Butterbrot. Du merkst, das ist wie eine tickende Zeitbombe. Tief innen schlummert dieser Schmerz,
diese Schuld oder diese Sünde und dann fällt ein Name und auf einmal merkst du, wie der Blick verfinstert, wie Zorn in ihnen hochsteigt. Und du merkst, hey, wie viel Lasten tragen diese Menschen rum, wie viel Schuld und Verfehlungen und Offengebliebenes. Ihr Lieben, die Vergebung ist die Tür in die Zukunft. Die Chance steigt, dass sich deine Zukunft gut entwickelt. Josef ist so weit, dass er seine Brüder sehen kann, ohne von Hass und von der Vergeltung verzehrt zu werden. Das ist sehr eindrücklich beschrieben, wie er sie empfängt und wie vorsichtig er ihnen sich zu erkennen gibt. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Vergebung braucht Geduld. Mir kommt es manchmal so vor, dass als gäbe es so zwei Seiten des einen Pferdes, auf die man manchmal herunterfallen kann. Die eine Seite des Pferdes ist die des Vorwurfes, wo dir vielleicht auch andere Menschen vorwerfen und sagen, jetzt vergib doch endlich mal, wie lange willst du diese alten Geschichten herumtragen? Also da wird so Druck aufgebaut. Da muss was ganz schnell weg und zur Not muss man es auch wegbeten. In der Beichte muss man es wegbeichten. Gerade im katholischen Bereich habe ich das nicht immer, aber auch schon öfters gehört. Aber auch im pfingstlerischen, charismatischen Bereich. Hey, was da alles schnell und ohne mal irgendwie hinzuhören weggebetet wird und diese Menschen dann mit so viel Schuld und Scham in der Seelsorge landen, weil es eben immer noch schmerzt, weil es eben nicht einfach weg ist. Und sie denken, dass es an ihnen was nicht stimmt, dass sie nicht richtig glauben, dass Gott ihnen vielleicht nicht vergeben hat, was für Tragödien da entstehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch die, dass Menschen wirklich ihr Leben lang damit blockieren, weil sie nicht vergeben wollen oder weil sie auch darüber gar nicht nachdenken wollen. Woher hatte Josef die Kraft zur Vergebung? Wie kam das, dass er seinen Brüdern so gut begegnen konnte? Es wird in der Geschichte, wenn ihr sie nachlest, es wird nicht erzählt. Es ist irgendwie ein Geheimnis. Aber wenn man ganz genau hinschaut, kann man wie eine Art Fährte lesen, aber man muss genau hinschauen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das auch bei Josef eine längere Vorgeschichte haben muss. Das geschieht nicht in dem Moment, wo er seine Brüder wieder sieht, sondern da ist schon etwas geschehen und auf einmal kann er so frei seinen Brüdern begegnen. Und es ist häufig ein langer Weg. Es ist ein langer Weg der Geduld. Aber was wir an der Lebensgeschichte von Josef beobachten können, ist, dass er wirklich nie seinen Glauben, seine tiefe Verbindung zu Gott verloren hatte. Das wird zum Beispiel in solchen Versen deutlich. Da heißt es, weil der Ägypter sah, also da gab es Menschen, die haben ihn beobachtet, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. 1. Mose 39, Vers 3. Also was wird da beschrieben? Sein Leben hatte irgendwie Ausstrahlung, hat irgendwie gepasst, er hat sich gut entwickelt und diese Wirkungen wurden aber mit Gott in Verbindung gebracht. Gott steht auf der Seite von Josef und er muss das verkörpert haben. Das muss ausgestrahlt haben. Und wie es so kommt, warten manchmal die Probleme nicht lange auf sich. Und so kam es, dass Potiphars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages fordert sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr, sagt er, mein Herr hat mir, also da meint jetzt nicht Gott, sondern den Pharao, mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen? Und jetzt kommt's.
und mich gegen Gott versündigen. Josef war immer ganz nahe an Gottes Wertmaßstäben dran. Auch mitten in der Versuchung hatte er einen klaren inneren Kompass, ihr Lieben. Das, glaube ich, das spüren wir in der Josefsgeschichte. Er wusste sich tief in Gott verwoben und ich glaube, das war die Basis, dass er zur Vergebung, dass es zur Vergebung gar keine Alternative gibt. Diejenigen, die Geschichte von Josef kennen, wissen, dass Potiphar mit dieser Zurückweisung nicht aufgab, sondern dass sie mehrmals ihn verführen wollte und ihn ins Bett zieht. Und dann inszenierte sie eine Situation, die ihm dann schließlich ins Gefängnis brachte. Josef hatte trotzdem an Gott festgehalten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wer an Gott festhält, der kann nicht an seiner Schuld festhalten. Wer in dieser Verbindung mit Gott lebt, dem gehen die Augen auf und er merkt, Gott ist ein Gott der Vergebung, der vergibt, der barmherzig ist und ich möchte es auch werden. Weil du sonst keine offenen Hände hast, die Gott festhalten kann. Wir Christen können das heute ja noch viel leichter begreifen, also leichter in Anführungsstrichen. Wir wissen, wie viel uns vergeben wurde. Wir wissen, was Jesus für uns alle auf sich genommen hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass es ihm sein Leben gekostet hat. Das Kreuz Jesu hat uns vor Augen gemalt, dass es ohne Vergebung eben keine Zukunft gibt, dass du lebendig tot bist, dass du abgeschnitten bist vom Lebensfluss. Und das Kreuz zeigt genau diesen abgeschnittenen Lebensfluss. Am Kreuz sehen wir, wo es hinführt, wenn Menschen nicht vergeben, wenn du festhältst, wenn du dieses Päckchen nicht ans Kreuz abgibst. Das Kreuz öffnet unsere Augen und es zeigt uns die Konsequenzen auf. Und wir tun uns mit dem Kreuz ja manchmal schwer. Genauso schwer, wie wir uns oft auch mit Konsequenzen schwer tun. Wir wollen alle Freiheiten, doch wenn das Konsequenzen hat, dann sind immer die anderen schuld. Die Polizei, der Staat, die Politik, der Nachbar, whatever. Das Kreuz zeigt einerseits die Konsequenzen auf, wo ein Leben endet, das ohne Vergebung, schuldbelastet, verhärtet und verkrustet sein Dasein fristet. Es ist ein langsames Dahinsiechen, ein Sterben auf Raten, das in die völlige Einsamkeit führt. Es zeigt aber auch genau den Ort der Gnade. Es zeigt, das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Es zeigt, dass durch die Vergebung sich ein neues Leben bahnt. Dass Vergebung einer Auferstehung von den Toten gleicht. Das heißt Auferstehung. Neues Leben. Vergeben. Frei sein. Schauen wir weiter und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Wie hat sich das Leben von Josef weiterentwickelt? Ich habe diesen dritten Punkt überschrieben mit Gott hat neue Wege. Josef wird in Vers 45, Vers 77 sagen, Vers 7 sagen, deshalb hat Gott mich, also Josef, vorausgeschickt. Josef meinte seine Reise nach Ägypten, die durch den Verkauf seiner Brüder in die Sklaverei ja ihren Anfang nahm. Also er nimmt Bezug auf diesen Umstand seines Lebens. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt nach Ägypten. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Hey, das muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine Lebensleistung, was für ein Geschenk Josef in sich verkörpert in dieser Geschichte. Josef sieht in seiner Lebensgeschichte einen größeren Zusammenhang. Er sieht, dass mein Leben dort einen Sinn bekommt, wo ich die Schwierigkeiten, die Verletzungen
nicht mit Jähzorn und mit Rachegelüsten betäube, mit Schuld und Scham, mit Vorwürfen gegen andere vor mir hertrage, sondern wo ich den Weg der Versöhnung gehe, weitet sich mein Blick auf meine ganze Lebensgeschichte. Ich betrachte sie in den Augen Gottes. Und damit wird nicht mein altes Leben mit den vielen Brüchen über eine heile Welt, über so einen heile Weltfilter gelegt. Die Smartphone-Generation kennt das ja nur zu gut, oder? Wir können über jedes Bild so einen Filter legen und auf einmal verändert sich alles in so irreale Bilder. Nein, Gott legt nicht einfach so einen Filter über das Leben so, oder nimmt so seine Schminke und macht aus deinem schmerzverzerrten und verletzten Gesicht ein Smiley-Gesicht und nein, sondern er führt uns in diesen Raum der Vergebung und das hat Folgen. Die Zukunft verändert sich und diese Zukunft, diese veränderte Zukunft gipfelt in den Vers 1. Mose 50, Vers 20, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Josef will seinen Brüdern sagen, wer bin ich denn? Ich habe kein Recht, der Richter über andere zu sein, auch nicht über die, die mir Unrecht getan haben, auch nicht über euch, meine Geschwister, auch nicht über dich, mein Vater, oder über dich, meine Mutter, oder über diesen Onkel, oder über diese Tante, oder über den Bruder oder die Schwester, oder diesen bösen Chef oder den ekligen Nachbarn. Stehe ich an Gottes Stelle? Josef gibt dieses Unrecht an Gott ab. Er ist davon überzeugt, dass es Gottes Aufgabe ist und nicht seine. Jeder muss sich selbst vor Gott verantworten. Und das ist gut so. Das ist sogar so dermaßen entlastend und auch befreiend. Ich kann sagen, Gott, hier nimm du dir diesen Menschen vor, knüpf du ihn dir von mir aus vor. Du weißt, was richtig ist. Ich darf es dir überlassen. Ich überlasse mich selbst dir, mein Vater im Himmel. Das ist im Glauben an unseren Gott so eine befreiende Botschaft. Und ich glaube, das ist der Anfang, das ist überhaupt der Weg der Heilung. Und Josef, wir spüren das in diesen Texten, der hat echten Frieden mit seinem Leben geschlossen. Er sprach die Dinge beim Namen an, also er redete sie nicht einfach schön. Er sagt, hey, ihr, meine Brüder, ihr hattet böse Absichten. Das war nicht in Ordnung. Aber wisst ihr, Gott ist viel größer. Er hat es gut gemacht. Menschen gedachten es böse, aber Gott machte Gutes daraus. Ich habe so vieles durch diese Missgunst gelernt. Ich habe mein Leben aufräumen können. Ich habe Vergebung gelernt. Ich habe Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Und dieser Weg, der hat mich nach Ägypten geführt. Er hat mir Türen geöffnet, die hätte ich nie in meinen kühnsten Träumen gewagt zu träumen. Mein Vertrauen ist in Gott gewachsen. Trotz böser Absichten. Josef konnte das mit einem gewissen Abstand von seinem Leben sagen. Bitte, und das möchte ich euch wirklich noch mitgeben. Bitte sagt das niemals für andere Menschen. Nach dem Motto, hey, weißt du, du hast zwar eine gerade ganz schwierige Zeit, aber vertrau einfach, es wird alles gut werden. Menschen gedenken es böse, aber vertrau drauf, es wird schon gut werden. Hey, das ist ein No-Go. Aber was vielleicht geht, ist eine Einladung auszusprechen, diesen Weg der Versöhnung zu gehen und die Tür aufzustoßen in eine neue Zukunft. Ich glaube, dass man das im eigenen Leben erfahren kann. Nach einem längeren Weg, nach einer Zeit der ehrlichen Aufarbeitung mit Gott.
Man könnte jetzt schnell sagen, na, der hat's doch leicht. Ihm geht's doch jetzt gut. Der sitzt fest im Sattel, hat Fettkohle, da kann man doch leicht vergeben. Beide, lasst uns da ganz vorsichtig sein. Ich kenne genügend reiche Menschen, die unversöhnt, verknöchert, enttäuscht, neidisch von einem Erbstreit in den nächsten gehen, dem anderen keinen Cent gönnen, innerlich kaputt, vom Neid zerfressen. Da spielt Erfolg und Geld und Prestige überhaupt keine Rolle. Ich möchte es euch einfach zusprechen. Du bist deiner Vergangenheit nicht hilflos ausgeliefert. Entrümpel dein Leben, räume es auf und befriede es. Und darum lade ich dich ein, genau diesen Schritt heute zu gehen, dein Leben zu entrümpeln. Den ganzen Dreck, die ganze Last, die ganzen alten Geschichten Gott zu geben und sie auch bei ihm zu lassen. Das Band abzuschneiden. Hol sie nicht durch die Hintertür wieder herein. Als Jesus einen Kranken geheilt hat, fragte er ihn, willst du gesund werden? Diese provokante Frage möchte ich dir heute zumuten. Willst du vergeben? Und willst du dir vergeben lassen? Nimm dir einen Augenblick Zeit. Lass dir aus diesem Augenblick einen heiligen Moment schenken, der dein Leben verändert. Band deiner Vergangenheit ist zerrissen und du kannst deinen Rucksack bei Jesus ablegen am Kreuz. Lasst uns einen Moment ins Gebet, in die Stille gehen. Lieber Vater, du kennst unsere Geschichte, du kennst den Ballast, den wir mit uns herumgetragen haben. Wir möchten ihn auf dich abladen. Du ermutigst uns, genau das zu tun. Wir dürfen zu dir kommen, die wir mühselig und beladen sind. Du willst uns frei machen und den Freiraum mit deiner Kraft, mit deinem Frieden füllen. Danke, dass deine Macht größer ist als die der Menschen. Auch wenn manches Böse beabsichtigt war, ist deine Zukunft mit uns stärker. Und so bitten wir dich auch für die Menschen, die große Verantwortung in unserer Welt tragen, für alle Politikerinnen und Politiker. Gib Weisheit, Vernunft und Augenmaß. Wir bitten dich für die Menschen, die unter den Corona-Maßnahmen ganz besonders zu kämpfen haben. Die Alten und die Einsamen, die Kranken und Eingeschlossenen, die Alleinerziehenden, die Lehrerinnen und Lehrer und alle Menschen, die im Gesundheitssektor unter erschwerten Bedingungen um das Leben von Menschen bemüht sind. Gib ihnen jeden Tag die Portion Kraft, die sie zum Leben brauchen. Lehre uns alle im Vertrauen, dass du uns nur so viel Lasten auflädst, die wir tragen können und die unser Leben formen und prägen, damit sie uns dienen. Dieser Blick fällt uns manchmal schwer und darum möchten wir alle Ohnmacht, alle Fragen und unsere ganze Hoffnung in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen. Eigentlich mag ich trotzdem Kuss, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist das Leben wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung. Ein wunderbares Lied mit einem tollen Text. Vielleicht wollt ihr eure Hände zu einer Schale formen. Denkt daran, sie sind in diesem Gottesdienst frei geworden. Und wer das Leben entrümpelt, bekommt freie Hände, um Segen zu empfangen. Und genau diesen Segen will ich euch jetzt zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Fühlt euch zum Kirchencafé eingeladen, das jetzt gleich öffnen wird. Klickt auf den Link in den YouTube-Kommentaren oder auf unserer Webseite. Bleibt behütet und bewahrt mit der stärksten Kraft der Welt. Ciao, macht's gut. Sei gesegnet und behütet von der stärksten Macht der Welt. Sei getragen und geführt von dem Gott, der zu dir hält.
sei getröstet und ermutigt aus der Quelle neuer Kraft. Sei gewiss und unverzagt, wenn du neue Wege wagst, Gott ist mit dir. Ganz von Anfang an, Gott ist mit dir. Dein ganzes Leben lang, Gott ist mit dir. Nichts ist, was trennen kann, Gott ist mit dir. Nichts wird sich ändern daran, nichts wird sich ändern daran, nichts wird sich ändern daran, Gott ist mit dir.